Hey yo Leute, Crymix hier und gestern hat Rockstar Games ja den neuen Trailer zu dem uns bevorstehenden Finance and Felony DLC veröffentlicht und in diesem DLC-Trailer konnte man wirklich ziemlich viele coole neue Dinge entdecken, wie zum Beispiel unter anderem auch drei neue Supersportwagen und diese werden wir uns in diesem Video einfach mal genauer anschauen. Ihr könnt gerade den Trailer im Hintergrund laufen sehen, wer das Ganze übrigens auch nochmal mit Ton hören will, für den habe ich den Trailer jetzt auch nochmal unten in der Videobeschreibung verlinkt. Wie ihr sicherlich alle wisst, basieren die Autos in GTA 5 immer auf echten Vorbildern. Und wir werden uns nun einfach mit Hilfe von Mods einfach schon mal diese Autos in GTA 5 anschauen, so damit wir also jetzt schon wissen, was uns dann also mit diesem DLC erwarten wird. Starten wir zunächst mal mit diesem grünen Auto, das wir hier im Trailer gesehen haben. Im Trailer kann man bereits erkennen, dass dieses Auto von der Marke Rapid ist und Rapid ist ja im echten Leben die Marke Ford. Jedoch muss ich dazu sagen, dass ich von Ford kein Auto kenne, was diesem ähnelt. Mich hat das Ganze mehr an den Aston Martin Vulcan erinnert und ich denke auch, dass Rockstar Games sich für dieses Auto an diesem Aston Martin orientiert hat, denn den werde ich euch jetzt hier mal in GTA 5 zeigen und ich denke auf jeden Fall, man kann wirklich schon erkennen, dass es sich dabei so circa um das gleiche Auto handelt und jetzt können wir uns das Ganze einfach schon mal, bevor das DLC tatsächlich rauskommt, eben anschauen, wie das Ganze dann in GTA 5 aussehen könnte. Also man kann auf jeden Fall hier besonders bei den Lichtern und so schon echt eine krasse Ähnlichkeit erkennen und ich würde mich freuen, wenn dieses Auto so in der Art wirklich in GTA 5 kommen würde, denn mir gefällt es auf jeden Fall sehr gut, besonders von hinten das Heck finde ich mega nice bei diesem Auto. Ihr könnt mir ja mal zu jedem Auto wie immer eure Meinung unten in die Kommentare schreiben. Ich finde es auf jeden Fall richtig heftig und mich würde es auf jeden Fall übertrieben freuen, wenn das Auto so in GTA 5 kommen würde. Machen wir direkt weiter mit dem blauen Auto, das wir im Trailer gesehen haben und da hat uns Rockstar Games ja schon im Vorfeld etwas gespoilert und uns gesagt, dass es sich dabei um den Pegassi Reaper handelt und wer GTA 5 schon etwas länger verfolgt und sich auch ein bisschen mit den echten Autos eben auskennt, der wird auf jeden Fall wissen, dass Pegassi die Marke Lamborghini im echten Leben ist und ich habe in meinem vorletzten Video schon so ein bisschen was darüber erzählt und habe gesagt, dass es sich dabei quasi um einen Nachbau des Lamborghini Huracan handelt. Daraufhin habe ich ziemlich viele Kommentare bekommen. Und viele haben eben kommentiert, dass nicht stimmt, was ich gesagt hätte, sondern dass es sich dabei um den Lycan Hypersport handelt. Und ja Leute, ich habe jetzt einfach beide Autos mal in GTA 5 reingepackt. Ich denke mal, darüber kann man sich echt streiten. Für mich ist das Ganze einfach mehr ein Lamborghini Huracan. Einfach allein schon, weil die Marke Pegassi ja eher Lamborghini ist im echten Leben. Und einfach, wenn man sich die Front mal anschaut, ist es für mich einfach mehr ein Lamborghini Huracan. Man kann sich wie gesagt darüber streiten, aber ja Leute, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob das Ganze für euch mehr ein Lamborghini Huracan ist oder eben dieser Lycan Hypersport. Und ja Leute, beide Autos sehen natürlich extrem fett aus und ich würde mich natürlich über beide Autos extrem freuen. Und nun kommen wir auch schon zu dem roten und somit auch letzten Auto aus diesem Trailer und auch hier können wir schon an dem Logo, an den Wappen auf der Motorhaube erkennen, dass es sich dabei um einen Crotty handelt und wie wir auch bereits von anderen Autos wissen, handelt es sich bei Crottis einfach um die Marke Ferrari. Und für mich hat dieses Auto aus dem Trailer einfach richtig gut zu dem Ferrari F12 gepasst. Diesen könnt ihr jetzt auch mal in GTA 5 sehen. Also ich sehe da auf jeden Fall ziemlich große Ähnlichkeit. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich könnte mir auf jeden Fall vorstellen, dass dieses neue Auto, was wir da eben bekommen, dieser neue Crotty, auf jeden Fall ziemlich ähnlich wie dieser Ferrari F12 aussehen wird. Ja Leute, das waren jetzt auf jeden Fall mal alle drei Autos jetzt schon in GTA 5. Ich hoffe natürlich immer, dass euch dieses Video gefallen hat und dass ich euch jetzt hiermit einfach schon mal so einen kleinen Einblick in die neuen Autos geben konnte, die uns einfach nächsten Dienstag, also am 7. Juni, erwarten werden. Lasst natürlich immer ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat und bis dahin, haut rein Leute, euer Crymix.